Hallo und moin moin, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen mal wieder auf dem gelben Sofa bei Lass mal schnacken. Heute habe ich mir einen Gast eingeladen, der sehr, sehr viel Spaß verbreitet in Kiel. Einer, der für Unterhaltung sorgt in Kiel, hat richtig die Stadt aufgemischt. Und zwar mit Programmen, die täglich laufen. Und wo das alles passiert und was er da macht, das wird er uns gleich erzählen. Ich begrüße ihn mal ganz herzlich, André Liebmann. André, moin. Gerd, hallo, ich freue mich. Ich auch. Schön, dass du da bist. Ja, toll. Und du wirst uns ja das ein oder andere erzählen. Mal gucken, was und kommt. Und da freue ich mich drauf. Ja, gerne. Wir fangen erstmal damit an. Du bist am 8.11.62 in Kiel geboren. In Kiel. Kieler Junge. Kieler Junge. Ja. Gab es da so Besonderheiten in deiner Jugend? Na ja, gut. Ich bin 1962 geboren. Ich bin in Hasseligsdamm aufgewachsen. Und im Prinzip da am Bahnübergang und bei Kilia. Ja, bei Kilia, genau. Und da gab es halt noch keinen Mettenhof, ne? Also das kam ja erst 72 zur Olympiade. Und da habe auch noch erlebt, dass viele kennen ja die Straßenbahn noch, die Linie 4, aber es gab ja auch noch die Linie 2. Und die hatte halt da genau ihren Umkehrplatz. Also die kenne ich halt auch noch. Also da habe ich auch gewachsen. Und später kam dann richtig Mettenhof dazu. Ja, und, ja, ja, klar. Ja, toll. Ich will da nicht klagen. Schöne Jugend. Nee. Mhm. Aber wenn du dort geboren bist, dann denke ich, da hast du auch Fußball gespielt, ne? Ich habe Fußball gespielt. Bei Kilia? Auch. Also auch? Ganz intensiv. Ich bin angefangen. Ich weiß, du warst Schiedsrichter, habe ich mal mitbekommen. So. Ja. Ich glaube, du hast mir auch bestimmt eine gelbe Karte gegeben. Das war ja wahrscheinlich so. Also ich bin angefangen bei UT, habe ich 2 Jahre gespielt im Schülerbereich, C-Bereich. Und bin dann im Übergang B-Jugend, habe ich Vorbereitung gemacht, damals bei VfB Kiel. Habe aber nur die Vorbereitung gespielt. Ich glaube, die haben mir damals einen Karton Capri-Sonne geboten. Und Kilia hat dann in dieser Phase wahrscheinlich eine Kiste Cola und dann war ich Kilianer. So war das. Und das war dann so die Generation Tobias Homp. Oh. Irgendwie mit dem habe ich lange zusammengespielt. Das war ja Kilia jetzt. Das war Kilia, genau. Ja. Da war ich dann auch sehr lange und habe dann auch zum Beispiel Andreas Köpke, den wir ja alle kennen, der zu dem gleichen Zeitpunkt bei Holstein spielte. Wo er auch mal einen Elfmeter von mir gekriegt hat im Holstein-Schau. Also das war die Zeit halt. Viele Jahre Kia und dann irgendwann durch den Job wurde es dann nur noch Gelegenheitsfußball bis später. Aber ich habe dann 28 Jahre gespielt bis 41 oder so. Also tatsächlich? Sehr lange, ja. Bis 41? Ja, und damals B-Jugend war auch sehr hochklassig. Das war damals Verbandsliga. Und ansonsten sind meine Söhne ein bisschen erfolgreicher gewesen, irgendwie Auswahlspieler etc. Aber ja, immer Spaß gehabt. Aber du hast immer Sport getrieben, das ist das Entscheidende. Großartig. Bis 41 hast du gespielt? Bis 41, ja. Na, da muss Pizarro noch ein Jahr dranhängen, ne? Da muss er sich strecken, ja. Aber ich glaube, er hat auch ein paar Tore mehr. Also von daher, wobei es war bei mir auch nicht wenig, aber das ist schon so eine fabelhafte Geschichte, die der Mann da umsetzt. Toller Fußballer, ne? Ja, toll. Finde ich auch, finde ich so super. Wo bist du dann zur Schule gegangen? Ich bin in der Golf-Hochschule, bin ich komplett, Hauptgrundschule, Melsdorfer Straße, die steht ja auch noch, also und da bin ich zur Schule gegangen. War immer ein etwas längerer Weg zu Fuß, ne? Früher hatte man das nicht so gut, dass Papa jeden Tag gefahren ist, aber wir haben es ja überlebt, also von daher. Ja. Das war ja praktisch ein Jugendtraum von dir, dein Beruf, den du dann ausgeübt hast. Und das habe ich ja selten hier, habe ich letztens noch so überlegt, dass jemand erzählt hat, so Kinderträume, was man irgendwann mal werden will, das sind ja eigentlich so Utopien. Aber bei dir war es so, dass du schon genau wusstest, was du wolltest. Ja, ja, das war. Woran lag das? Das lag einfach daran, dass meine Eltern beides Kinoleute waren und ich dann im Prinzip gar keine richtige Lehre gemacht habe. Ich wollte eigentlich kein Bäcker oder so. Ich wollte immer Filmprofessor werden. So. Und das haben wir dann auch umgesetzt. Nur zu dem Zeitpunkt, als das losging, gab es diesen Lehrberuf Filmprofessor gar nicht mehr. So, und dann ist aber so tatsächlich bei Papa im Vorführraum gelernt und später, ich bin dann 1980 fest angefangen im Kino, in den ganzen Kieler Kinos. Und da hast du dann einen Weg gemacht, vom Theaterleiter, Assistent zum Theaterleiter und später in einer großen Firma, kommen wir noch zu. Im Prinzip wollte ich immer das machen, was mein Vater gemacht hat und das haben wir auch eisenhart umgesetzt. Weil war dein Vater selbstständig oder war dann nur die Tätigkeit ausgeübt? Nein, er war Filmvorführer, da auch im Metro-Kino in der Anfang der 60er da auch vorgeführt. Und meine Mutter war damals Kassiererin, wärst du wahrscheinlich noch kennen, im Rivoli und Bali am Bahnhof. Ja. Und so ist das wohl gekommen, dass die sich
dann gefunden haben. Ja, hast du alles geerbt dann? Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja, ist doch toll. Du machtest dann aber doch trotzdem noch eine Ausbildung, aber das war keine offizielle Ausbildung. Nee, ich war so eine so nebenbei, oder? Ja gut, das ist die Filmtheater-Kaufmann-Geschichte. Ich war zwischenzeitlich 1,5 Jahre in Hamburg bei einer großen Firma. Ja. Und so eine Filmtheater-Ausbildung ist auch nicht ganz günstig. Kostet bestimmt 5.000 Euro. Und die haben halt in ihren Reihen ein paar Leute gehabt, die hatten. Und haben gesagt, komm, das machen wir intern. Den schicken wir gar nicht offiziell weg. Und da hat man schon viel gelernt. Ja, so, ne? Wunderbar. Ja, jetzt kommt 82 Bundeswehr. Ja. Wohin? Plön. Ja, kurzer Einsatz, um einfach nur die Wehrzeit abgesessen. Wie lange war das zu der Zeit noch? Das war, glaube ich, 12 Monate. Doch, 12 Monate, ja, nur. Ja. War also im Nachhinein, also wenn du auch bei der Bundeswehr warst, man kann ja fluchen, vor allen Dingen. Ich habe zu dem Zeitpunkt, damals war ich Vorführer im Regina, da hast du quasi bis 1.30 Uhr und nächsten Tag solltest du antreten und dann war da um 9 Uhr Ende. Da, also da musst du erstmal mit klarkommen. Ja. Ne? Mit dieser Grundausbildung, die war tatsächlich nicht so ohne, was sich ja nach 3 Monaten komplett in der Stammkompanie auch auflockert. Ja. Und ich glaube, also letztendlich die Bundeswehrzeit, also ich denke da gern dran zurück, weil ich habe nie so viel in meinem Leben gelacht wie bei der Bundeswehr. Also das war schon sehr lustig. Also keine verlorene Zeit? Nee, überhaupt nicht. Also, aber auch niemals den Gedanken gehabt, da zu bleiben? Nee, überhaupt gar nicht. Weil da war dann der Drang zum Kino einfach. Ja. Weil es war ja klar, ich war ja nur, der Vertrag war kurz ausgesetzt. Ich bin quasi entlassen und dann nächsten Tag wieder ab ins Kinogeschäft. Ja. Und nee, das wäre, glaube ich, jetzt nicht so was für mich gewesen, nee, so klar zu sein. So. Okay, und jetzt konntest du noch weiter Fußball spielen? Oder ja, da war es ja so, dass ich, das Problem war damals im Kino, dass du am Wochenende natürlich arbeiten musst. Das war schon das eine Problem. Und auch trainingsmäßig hast du eigentlich keine Zeit gehabt. Nee. Du hast eine undankbare Zeit zum Arbeiten, so von 14 bis 1. Und während der Bundeswehrzeit habe ich dann wieder angefangen, einfach nur Fußball zu spielen, ohne Training. Das gab ja genug Vereine. Ich glaube, das war damals DJK Kiel. Ich glaube, die gibt es heute gar nicht mehr. Egal. Da waren liebe Freunde von mir und da habe ich dann halt gespielt. Und später, es endete dann bei Kiel in der dritten Herren, wo wir auch Kneipenfußball gespielt haben. Ja. Und dann mit der ganzen Truppe zu Kiel wieder und haben die dritte Herren gemacht. So. Also. Aber halt nur auch just for fun. So. Wobei, ich hätte, glaube ich, auch gerne, also Fußballprofi wäre, glaube ich, cool gewesen, aber da hätte es dann an vielen auch gefehlt. Das hat nicht gelangt. Danach wollte ich gerade fragen, wie schätzt du dich selbst denn ein? Also war gerade so Mittelklasse oder? Ja, gut, im Jugendbereich war es natürlich gut und auch später, also ich war halt ja Stürmer und habe schon sehr viele unmögliche Tore geschossen, aber ich war auch nicht der Schnellste. Also ich war immer darauf angewiesen, dass ich gute Nebenleute habe, die hier die Bälle dann zutragen. Ne? Also, aber im Strafraum selber war immer gut. War immer gut. Na gut, immer gefährlich. Ja, immer super. Gut, du hast zum Schluss dann bei Kiel, wie du sagst, gespielt. War das dann auch in die Zeit von Hans-Werner Kanal? Die waren auch noch davor. Also die waren noch die davor. War sogar ja noch im Jugendbereich waren die ja noch tätig da. Ach so. So, ne? Und ich habe ja dann später, sind meine beiden Jungs auch Kilianer geworden. Aber leider war es einfach so, dass zu dem Zeitpunkt in den 80ern, Anfang 90er, wurde ja immer unheimlich viel in die Liga gebuttert. Der Jugendbereich wurde auch einfach nicht so. Und der Große hat sich dann, der war auch Auswahlspieler und hat dann auch sogar Einladung gehabt zum DFB-Lehrgang als Torwart. Und der da hat dann natürlich, irgendwann kommen die Mädchen und dann war das für ihn auch. Ne? Und der Kleinere, den haben wir dann nachher auch zu Holstein. Der hat dann irgendwie B-Jugend-Bundesliga schon gespielt. Oh. Und dann hat er aber eine schwere Verletzung im Rücken gehabt und durfte eigentlich gar nicht mehr spielen. Ach, ja. Spielt heute aber trotzdem wieder irgendwie. Und von daher, aber das war so die Zeit. Das war so die Zeit. Nach der Fußballzeit hast du dann auch neben dieser Tätigkeit dann wieder als Kino Mensch, hast du aber auch als Diskjockey gearbeitet? Ja, ich habe, genau. Warum und wo überall? Warum, weiß ich auch nicht. Ich habe auch immer so eine leichte künstlerische Ader gehabt, ne? Und habe dann zum Beispiel einmal so eine rollende Diskothek gehabt für Hochzeiten etc. Und habe aber auch in den ganzen Clubs, und ich habe zum Beispiel Max jahrelang aufgelegt, also der erste DJ, der ich habe die Max-Eröffnungsfeier aufgelegt. Das war, glaube ich, 89, 90.
und habe da sehr viele Schichten gemacht. Und das hat mir einfach riesen Spaß gemacht. Einfach. Und dann war natürlich auch gleichzeitig noch dieses Thema Band, was dann griff. Also immer so ein bisschen Rampenlicht auch. Okay, aber das war ja die Zeit eigentlich, da, damals bei den Discjockeys, da war ja ganz, ganz heiße Zeit, ne? Ja. Da mit Bunsen und Mangels, das fing ja damals auch schon an, ne? Ja, das war ja sogar noch davor. Also ja, ich glaube, das war ja wirklich 80er Jahre. Ja. Ne? Ich bin ja Ende der 80er angefangen und bin dann, also die hatten ja dann auch ihre festen Läden, wo die aufgelegt haben. Und da damals, ich habe ja nicht nur im Max, sondern in den ganzen Großdiskotheken in Schleswig-Holstein dann auch aufgelegt und so. Und auch eine schöne Zeit. Glaube ich dir gerne. Ja. André, du warst auch sehr, sehr lange bei der UFA. Ja. In Hamburg? Nee, in Kiel. In Kiel war das? Ja, die UFA war ja im Prinzip in den 80ern bundesweit stärkste Konzern im Kinobereich mit, was weiß ich, über 500 Leinwänden. Und die haben ja dann 1980 Kiel aufgekauft von Schepanik damals und hatten dann alle Kinos. Und genau zu dem Zeitpunkt, ich habe halt als Aushilfe halt als junger Kerl noch unter Schepanik auch gearbeitet, aber bin dann quasi am 11., ich muss lügen, 11., 10.11. 80 fest angefangen und am 8.11., also an meinem Geburtstag, hat die UFA übernommen. Aha. UFA Theater AG hieß die damals. Ne? So, Und was hast du da gemacht dann? Die ganzen, da waren ja 18 Jahre fast, ne? Ja, fast 18 Jahre. Ja, da war ich erst Vorführer die ersten Jahre, so wie ich mir das immer gewünscht habe. War dann nachher direkt ab 10.11., wo es losging, fester Vorführer im Programmkino Regina. Ne? Kennt man ja auch noch, die Älteren zumindest. Tolles Kino. Und dann ging es halt so, dass ich nachher immer in den Kieler Häusern vorgeführt habe, wo der Vorführer frei hatte. Ich war dann nachher der feste Springer, den sonntags im Studio, montags in der Brücke, da und da. Und so ging das dann immer weiter. So. Und später kam dann Theaterleiterassistent dazu und irgendwann auch Theaterleiter, als dann die UFA sich zurückzog in Kiel. Die Brücke wurde von diesem Hamburger Konzern übernommen, wo ich dann später auch noch in Hamburg gearbeitet habe. Die haben dann die Brücke übernommen, nachdem sie die geschlossen hatten. Und haben dann dieses One-Dollar-Kino gemacht. Ne? 2,50 nochmal, so kurz vor Videoveröffentlichung haben sie dann die Filme. Da war ich dann schon Theaterleiter. Und dann dieses kam die Hamburg-Geschichte. Und dann bin ich ja wieder gekommen nach Kiel und habe dann das geschlossene Studio mit einem Kollegen gemacht. Bleiben wir jetzt nochmal bei dem Theaterleiter. Ja. Das war ja natürlich irgendwie doch ein Sprung bis zum Theaterleiter hin und völlig andere Tätigkeiten und sicherlich auch viel interessanter als die anfänglichen Tätigkeiten bei der UFA, oder hat da nicht viel Spaß gemacht? Also das ist so, also ich bin ja nun einer, der bald 40 Jahre Kino auf dem Buckel hat und ich habe in jede Position gearbeitet, also auch in den Reihen gelegen und gefegt und gemacht und Eis verkauft und Theaterleiter hast du halt natürlich schon andere Aufgaben, da sitzt du dann im Büro und musst den Filmabrechnungen kontrollieren und dies und jenes, also das sind schon andere Bereiche, ist nicht mehr so. Wobei auch operativ immer noch mal da eine Kasse ist ausgefallen, eine Masterkasse. Und also das war immer sehr abwechslungsreich. Ja, glaube ich gerne. 2001 kam dann mal so ein Wandel, dass man dann sagt, wenn man in solchen Positionen arbeitet, dass man dann irgendwie sagt, weißt du, das kann ich eigentlich auch alleine machen. Ja. Und dann hast du dich selbstständig gemacht. Genau. Das, und was hast du da dann gemacht? Ich habe mit dem damaligen Marketingchef von der Firma in Hamburg, wo ich halt ein Jahr war, also, da musste ich einfach in Deutschland viel fahren, ne? Revisionsabteilung gemacht. Und darf ich mich unterbrechen? Ja. In Hamburg warst du? Da war wo ich. War das, wo warst du denn in Hamburg? Da, bei der Union, Union Filmtheater. Achso, war das. Und dann, die hatten noch so eine Unterfirma, Carmotion hieß die, und da war ich dann angestellt. Und nachher habe ich mit dem Marketingchef nach Kiel gegangen wieder und dann war ich noch einmal ganz kurz in der Brücke. Ich war von der Brücke dahin und dann nochmal zurück. Und dann haben wir nachher gesagt, so, jetzt machen wir mal das Studio, was geschlossen war, machen wir wieder auf. Das haben wir gemacht, 2001. Studio am Dreiecksplatz. Studio am Dreiecksplatz, genau. Und haben dann, ich muss mal überlegen, 2003 noch ein Flensburger Kino, ein altes, das Palastkino damals, dazugenommen. Ja.
Und aber wie das ist, wenn man nicht mit Familienmitgliedern, also irgendwann hat man nicht die gleiche Wellenlänge, wenn man einen Betrieb hat. Und dann hat man sich da halt getrennt. Und ich habe dann Flensburg weitergemacht, Kiel. Sind beide in die Insolvenz gegangen. Also ich in Flensburg, irgendwann später in Kiel. Ja. Und heute wird das Studio betrieben von zwei tollen Jungs, die damals auf unserer Lohnliste standen. Die haben das dann irgendwann weitergemacht und die machen das im Studio auch toll. Also, ja, war ja oftmals so, ne? Dass das irgendwo weitergeht mit ehemaligen Mitarbeitern. Ja, ja. Ist auch in Ordnung so, wenn das dann weitergeführt wird. Und die haben einfach den Draht dazu, so gut, ja, bevor ja. das kaputt geht. Ne? Genau. Jetzt war das, jetzt machen wir mal direkt, jetzt war Schluss, jetzt war Insolvenz. Ja. Was kam denn jetzt für Tätigkeit? Hattest du da einfach was zu finden? Nee, das war ganz schwierig, weil ich habe mein Leben lang im Kino ja gearbeitet. Arbeitslosigkeit kannte ich gar nicht. Ja. Und jetzt kam diese Insolvenz mit allen, mit Pauken und Trompeten, mit Arbeitslosigkeit und was weiß ich. Und das hat mir doch, ich musste mich tatsächlich erstmal zurückziehen, weil plötzlich dein Handy klingelt nicht mehr. Ja. Und das war schon keine schöne Zeit. Und habe dann natürlich auch schon Musik gemacht, habe dann da so ein bisschen die Band war im Vordergrund, aber habe dann auch so für mich gedacht, so nee, also Kino jetzt, das machst du nicht wieder. Also so eine Form Buch bekommen und hat das doch wieder gemacht. Und das halt war auch alles wieder eine richtige Entscheidung. Ja, war richtig. Ja, gut, okay. Man soll mal einen Schluss jetzt ziehen, wenn man merkt, dass das geht nicht, bevor das Ganze in die Hose geht. Ne? Aber eine sehr interessante Erfahrung tatsächlich aus einer Insolvenz. Das, ja. Also ich wünsche es keinen, aber wenn man das mal mitgemacht hat, dann siehst du doch vieles mit anderen Augen. Ja, also wenn du dann am dritten schon des Monats im Prinzip durch die Familie rennst und guckst, dass du was im Kühlschrank kriegst, das war nicht witzig. Aber haben wir auch, also es geht ja immer weiter. Geht immer, ja, ganz genau. Weiter. Dann hast du mal wieder als Disc-Jockey gearbeitet. Hinzu kommt jetzt aber auch noch als Musiker. Das musst du jetzt mit mir mal genau erzählen. Ja, die Musikergeschichte läuft eigentlich auch schon sehr lange. Also die Band, in der ich bin, die Coverline heißt, ist jetzt auch schon 16 Jahre am Markt und die war halt immer da vorher, so kleine Uli-Band-Geschichten und ja, das war dann DJ hier und Band und so und die Band war dann doch nachher sehr im Vordergrund so, ne? Also wir machen jetzt dieses Jahr Kieler Woche wieder, also sind wir immer auf der Netjuice-Bühne am Bahnhof, die große Bühne, wo wir jetzt auch schon das 15. Jahr am Stück spielen halt. Und aber das war auch nie jetzt, dass man sagt, so das da verdienst du jetzt dein Geld mit. Das war immer da, es war auch immer sehr hochwertig, was da passiert ist, weil es immer tolle Musiker sind, mit denen du zusammen dann arbeitest. Aber eigentlich immer ein Leben lang Spaß an der Freude. Und da, toller Spaß, also wenn du den Kieler Woche da vor 2.500 stehst, das macht schon Spaß. Ne? So. Glaube ich. Was machst du denn in der Band? Ich bin der Sänger. Ah, also, du bist der Sänger? Ich bin der Frontmann da. Ah. Und von daher, also, leider. Alleine oder habt ihr auch... Nein, wir sind insgesamt 7. Ja. Also volles. Ich meine, alleiniger Sänger, oder? Nein, wir haben noch eine Frau, ein Mädel noch, die singt. Und wir haben natürlich der eine Gitarrist, der auch noch singt. Also wenn du dann so 3 Stunden am Abend, dann ist das schon ganz gut, wenn sich das ein bisschen aufteilt. Auf jeden Fall. Instrument kann ich leider nicht, also ich kann ein bisschen Schlagzeug spielen, langt aber nicht für die Bühne. Ja. Und wollte halt ein Leben lang auch Gitarre lernen. Ich habe es nicht geschafft. Ich weiß nicht, warum. So. Hätte ich auch gerne gemacht. Ja. Aber da muss man dann natürlich sehr, sehr viel investieren auch. Viel ja, Zeit. Und, ne? Zeit. Und du musst tatsächlich einen haben, der dich an die Hand nimmt, einen Lehrer. Ja. Und es liegt meistens immer an der Zeit. Das ist einfach so. Also ich bin auch einer, der keine Bücher liest. Ich kann das nicht. Ich kann mich nicht hinsetzen und mir mal eine halbe Stunde Zeit nehmen und ein Buch lesen. Ja. Geht nicht. Also das ist und so ist es halt auch mit dem Gitarrenunterricht. Das wird zu viel Zeit, die ich da investieren müsste und jetzt nicht mehr. Nee, jetzt nicht. Nee, jetzt ist auch nicht mehr erforderlich. Nee, alles gut. Nee, ganz genau. Gut, okay. Jetzt kommt die Moderation dazu. Das ergibt sich ja nur automatisch bei den Bands, wenn du natürlich dann da moderiert hast. Dann ist wahrscheinlich der eine oder andere auf dich aufmerksam geworden und hat gesagt, Mensch, das machst du toll, das kannst du auch bei uns machen. Nee, so war das nicht so. Nee, nicht ganz. Also es war tatsächlich so, dass ich damals auf der Max-Bühne, ich habe da tatsächlich 8 Jahre das Programm gemacht und habe dann 10 Jahre, fast 10 Jahre, während der gesamten Kieler Woche da moderiert. Also jeden Tag von Anfang bis Ende die Bands auf die Bühne gebracht. Und als ich dann wieder ins Metro gekommen bin, da bin ich eigentlich wieder hingegangen als technischer Leiter, auch Vorführbereich etc.
Und irgendwann habe ich einfach, die hatten ja nach der Wiedereröffnung, hatten sie ja den Sinn, auch mal live was zu machen. Die hatten Backstage gebaut mit Dusche und Schick und alles und haben das einfach an Veranstalter vermietet. Und da habe ich dann nach 2 Jahren gesagt, so weißt du was, das kann ich auch selber machen. Ja. Also dieses Live-Programm. So, und mittlerweile ist es dann auch eine starke Kraft geworden. Ja, genau. In Kiel. Kommen wir nochmal zu dem Umbau jetzt gerade, wo du von Spaßmeto umgebaut. Hattest du da dann Glück gehabt, da dort anzufangen, oder waren da mehr Bewerber? Nee, das war so, das Metro hat 2006 wieder aufgemacht, nach 10 Jahren Schließung. Also die Ufer hat es damals geschlossen, ja. Dann stand das 10 Jahre leer. Und es war so eine Erbengemeinschaft. Also die konnten sagen, was da reinkommt, aber die Ufer aber auch. Das hat sich alles zerschlagen, weil die Ufer Insolvenz gegangen ist. Und dadurch war dieser Pachtvertrag über 99 Jahre hinfällig. Und dann konnte man halt was machen. Und das hat dann 2006 wieder eröffnet und war schon 2 Jahre im Betrieb. Und 2008 bin ich erst dazu gekommen. Ne? Ach so, und da bin ich dann hingegangen und unser jetziger Geschäftsführer, der ist am 01.01.2008, ich am 15.01., weil der Inhaber hat halt die obere Etage halt durchgetauscht, so, weil es sie nicht so nach, wie es sein sollte, lief und hat dann halt den Geschäftsführer geholt. Und der wiederum hat dann die Wahl gehabt zwischen 2 Leute und dann hat gesagt, ja gut, dann nehme ich André Liebmann. Also eine gute Erfahrung. So, weil wir uns kannten, er hat damals im Cinemax auch gearbeitet. Also. Und jetzt arbeiten wir seit 2008. Ja, erfolgreich kann man schon sagen. Also, ja, okay. Aber du bist nicht gleich als Veranstaltungsleiter angefangen, oder? Nee, das kam ja dadurch, als ich dann gesagt habe, wir können das alles selber machen. Also, ja. Und dann ist es gewachsen. Dann sind die Künstler mehr geworden, diese Comedy-Mix-Shows sind mehr geworden. Und mittlerweile ist es ja so, dass das Metro ja schon sein Geld mit Kino verdient. So, auch wenn das viele nehmen, das anders war. Und wir haben eigentlich nur einmal die Woche einen Live-Termin. Und jetzt sind aber, weil für viele Agenturen und Menschen sind wir auch so ein bisschen örtlicher Nummer 1 geworden. Da kommen Anfragen, wollt ihr das machen, aber der ist viel größer, Metro zu klein. Und deshalb passiert es, dass das Metro dann auch im Kulturforum Veranstaltungen macht oder im Kieler Schloss oder jetzt sogar Sparkassenarena. Also wir sind da mächtig schon zu Gang. So. Ja, tatsächlich toller Ball, ne? Ja. Aber ich lese das auch mal wieder. Macht ihr denn nur tatsächlich einmal in der Woche nur? Ja, es passiert. Aber Wochenende ist doch eigentlich bei euch immer was los. Wochenende ist immer Kino. Also ach, Kino? Ja, Freitag, ach so. Samstag ist definitiv kein Live, weil da haben wir dann unsere Pflichten gegenüber den Filmverleihern. Also unsere Hauptspieltage im Metro für Live sind Sonntag, Montag. Jetzt ab nächsten Jahr wird das sogar Montag, Dienstag. So. Und also der Montag ganz stark eingesessener Live-Tag. Und da gehen die Leute dann auch hin. Also das ist dann auch voll, wenn die richtigen Künstler da sind. Ja, genau. Ich lese das ja auch mal. Ist sehr interessant. Ja, und so ist das. Dein Erfolg, nicht? Ja, mit. Also ja, ist ja immer ein ganzes Team, was auch in der Metro steht. Es sind halt nur bestimmte Bereiche. Und der Live-Bereich, also es ist tatsächlich so extrem geworden, dass ich jetzt ist gerade unser Geschäftsführer im Urlaub. Und jetzt habe ich also zu meinem Bereich tatsächlich auch das ganze Haus unter mir. Ja. Das ist dann schon ein bisschen gewaltiger. Aber ich mache tatsächlich nur noch diesen Veranstaltungsbereich, weil es doch sehr viel geworden ist. Das glaube ich gerne. Mhm. Wenn jetzt eine Agentur kommt, so hättet ihr überhaupt gar keinen Platz, ne? Nee, also wir sind tatsächlich durchgebucht bis Mai 2020 zurzeit. 20? Ja. Und wenn da dann was kommt, dann muss ich schon gucken, entweder macht man es nicht. Es gibt natürlich auch, weil du eben sagtest, ihr macht ja auch mal mehrere Tage, das stimmt. Wenn zum Beispiel ein Jürgen von der Lippe kommt, den machen wir auch mal 3 Tage. Also es gibt da auch Ausnahmen oder im Januar immer dieses Jahresendzeit-Team, die sind auch 3 Tage da. Aber wenn möglich, muss das schon nur einmal die Woche was sein. Okay. Ja, aber wenn ihr jetzt interessante Künstler habt, die zum Beispiel an diesen Tagen keine Zeit haben, aber die ihr gerne hättet, dann geht ihr auch woanders hin. Ihr lagert ja auch aus, ne? Das wir ist haben der Grund. Im Kulturforum haben wir uns zum Beispiel kennengelernt. Genau. Das ist der Grund, warum wir auslagern. Bei Mommsen, ne? Bei Mommsen, genau. Und es gab natürlich, also
das ist so, da habe ich auch überlegt, warum machst du das? Das machen wir ja erst seit letztem Jahr, wo wir gesagt haben, warum machst du das denn nicht viel früher? Weil Kulturforum ist natürlich auch eine tolle Location. Und du hast, ich habe halt die Möglichkeit, auch Künstler dann dahin zu bringen, die fürs Metro einfach zu klein wären. Also, wo das Metro zu groß ist, so meine ich. Ja. Und deshalb ist natürlich Kulturforum großartig. Und wenn es größer wird, dann ist halt das Schloss oder Sparkassenarena oder Güterbahnhof auch, machen wir auch. Ja. Und jetzt gibt ja tatsächlich demnächst ein Theaterschiff in Kiel, was ich großartig finde, dass Kiel endlich sowas bekommt. Und das ist der Grund, warum wir quasi rausgehen aus dem Metro. Einfach eigentlich nur aus Terminnot. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Wie viele Personen werden denn in dieses Theaterschiff überhaupt reingehen? Da liest man eigentlich nicht viel von. Ne? Ja, weil die sind ja jetzt gerade, ich habe letztens gerade einen Bericht gelesen, also die wird ja gerade umgebaut. Ich glaube, die wollen so Mai, Juni gerne loslegen. Aha. Also ich habe was von um die 200 tatsächlich gehört. Und das finde ich eine tolle Größe für so ein Schiff. Ja, für so ein Schiff auf jeden Fall, ja. Aber da muss man dann natürlich auch wieder gucken, wen kannst du da hinschicken. 200 ist natürlich auch... So naja, da ist es ja so, dass die natürlich erstmal, Lore und Lein macht ja erstmal sein eigenes Programm, damals am Wasserturm. Die spielen ihre eigenen Stücke. Ja. Und ich habe tatsächlich mit den Betreibern letztens mal gesprochen und die sagten, Mensch, wenn man mal in der Woche nichts hat, kann es ja auch mal, können wir ja mal drüber sprechen. Ja, also genau. Wir haben da auch tatsächlich schon gesprochen, ob wir vielleicht auch das eine oder andere auf dem Theaterschiff machen. Aber da haben wir auch noch nicht weiter gesprochen. Aber es gab schon Gespräche. Das ist ja gut, das ist ja prima. Ja, du bist ja auch mehr am Ball. Ja. André, ich möchte jetzt mal von dir wissen, suchst du die Künstler aus und nach welchem Kriterium oder fällt dir das einfach so ein oder kommst du da oder liest du das oder siehst du irgendwo was? Wie kommst du auf die Künstler? Also es ist natürlich, dass wir im Metro mit einem 430-Plätze-Saal, da guckst du natürlich schon, dass du gute Namen kriegst. Das gelingt uns auch zum Teil. Ist auch erspielt einfach, ne? So über den Laufe der Zeit. Aber es gibt natürlich dann auch diese Comedy-Mix-Shows, die ich sehr gerne mache, wo dann so 4-5 Künstler kommen. Ja. Und ich fahre schon nach Freiburg zum Beispiel, wo jedes Jahr im Januar eine Kulturbörse nennt sich das, wo dann Managements und Agenturen ihre Künstler vorstellen, immer so. Da fahre ich hin, ich fahre zur Köln-Comedy, um junge Leute zu sichten. Also das gucke ich mir schon an und dann gucke ich natürlich auch, nimmst die Medien natürlich auch mit, ne? Von YouTube bis, hast du nicht gesehen. Aber ich sichte das schon. Also ich lege auch dann auch Wert darauf, dass meine Mixshows dann vielleicht schon unbekannte Leute da drin sind, aber dass die auch schon gut sind oder lustig sind. Also, so, ne? Also man kann gerne in so eine Mixshow gehen und hinterher geht man raus und sagt, ja, das war toll. Das glaube ich schon. Also, ja, gut. Ne? Na gut, die Location ist ja toll geworden. Ne? Die Restauration ist ja vom Allerfeinsten. Ja, draußen das ist, und drin, das muss ich schon da sagen. Da geben sich ganz viele geben sich da sehr viel Mühe. Ja. Und es macht einen riesen Spaß. Und ich habe immer so tatsächlich... Es ist so, dass ich im Metro jetzt in den letzten Jahren so intensiv für diesen Laden arbeite. Also noch, also so hätte ich mal gerne meinen Betrieb selber geführt. Aber es ist halt auch, da ist diese Sparte zugekommen. Ja. Und natürlich habe ich auch so ein bisschen durch das Metro, ich meine, mein Vater hat da 62 vorgeführt. Ne? Also ich habe, das Metro ist für mich eigentlich auch so eine Art Zuhause. Ne? Ja. Also, mich kriegst du auch schwer in den freien Tag. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Kommen wir jetzt mal zu deiner schönsten Begegnung. Mit welchen Künstlern? Vorweg noch mal was anderes. Du kannst mit den Künstlern selbst ja kaum über Gage sprechen. Hat jeder eine Agentur oder kommst du auch schon mal an den Künstler selbst ran, was ja eigentlich interessanter wäre? Ja, also ab einer bestimmten Größe haben die schon Management und so. Und da wissen die Künstler nicht mal, was da vereinbart wird. Ne? Also das ist schon so. Es gibt ganz, aber das sind dann auch kleine Künstler, die vielleicht noch kein Mensch. Also eigentlich haben sie alle eine Agentur oder ein Management. Und umso größer das wird, umso mehr Management als Agentur. Also Und die Gagenvorstellungen, die die haben, sind die dann immer so
in Ordnung oder kann man doch aushandeln? Aber es ist am Anfang, als wir angefangen sind, ne, dann freust du dich, dass du deinen ersten Künstler gebucht hast und nimmst dann das, was dir gesagt wird. Heute, fast 10 Jahre später, sind wir tatsächlich in der Lage zu sagen, was wir für einen Deal möchten. Also, und wenn die das nicht wollen, okay, dann sagen wir ja, dann nicht. So, es muss ja auch alles im Rahmen bleiben. So, ne? Also ich kann nicht irgendwie einen Künstler für eine feste Gage von 15.000 Euro buchen, nee, wenn ich das nicht mal mehr mit Eintrittsgeldern reinkriege. Völlig klar. So, ne? Ja. Ist klar. So, und das kommt dann auch darauf an, wenn die Locations größer werden, auch mal einen anderen Deal, auch eher zugunsten des Veranstalters oder so. Ich sag mal, wenn du im Metro einen 60-40 Deal hättest, so, und du gehst in ein Kieler Schloss, dann kannst du auch mal sagen, machst mal 50-50 Abkarte sowieso. Also das muss man schon auch verhandeln. So, ne? Gut, gibt es eine ganz besondere Begegnung mit einem Künstler, wo du sagst, das war, die waren eigentlich alle toll, aber das war ein ganz toller Typ, da kam ich gleich gut ran, mit dem habe ich mich nett unterhalten und zu dem habe ich möglicherweise heute noch einen Kontakt. Also, gibt's sowas? Ich habe Kontakt zu ganz vielen, also weil wir einfach nicht nur Veranstalter sind, ich habe da sehr viele Freunde und ja, also wenn wir jetzt mal so was toll war, dann könnten wir noch 3 Sendungen mitfüllen. Yeah. Aber letztendlich war es am Anfang sehr spannend, wenn wirklich bekannte Leute kommen. Heute ist es im Prinzip, hat es einen anderen Stellenwert. Das ist so, wenn die Künstler kommen, ist es genauso, wie ich dich jetzt treffe. Also Begegnungen sind ja generell schön, egal ob es ein Promi ist oder ne. Und ich war natürlich beeindruckt, als ich das erste Mal Jürgen von der Lippe in Hamburg sogar abgeholt habe. Aber Jürgen kommt mittlerweile auch schon so viele Jahre und ist großartiger Künstler und auch ein wirklich toller Typ. Aber ich hatte einmal, es gibt ja auch mal ganz selten, dass du einen Künstler hast und dann kommt er nie mehr wieder. Und wir haben tatsächlich mal den Hardy Krüger im Metro gehabt, zu einer Lesung. Junior. Nee, Senior. Ach, Senior. Ja, ja. Das ist, Und da war ich doch abends, als ich nach Hause fuhr, da war ich schon ein bisschen beeindruckt. Weil da stehst du neben denen im Backstage-Bereich und sagst, Mensch, ja, der hat mit John Wayne gedreht, ne? Ja. Und das ist natürlich so, also das habe ich nicht mehr so oft, dass ich diesen Eindruck habe. Oder damals, ich weiß nicht, ob du das noch, Barry Maguire zum Beispiel, amerikanischer Künstler, der bei uns zweimal war, der damals diesen Welthit Eve of Destruction hatte. Ja. Das war auch toll, so, aber ansonsten, ich kann jetzt gar nicht alles aufzählen, ich habe so viele tolle Künstler, es macht mit jedem Spaß, wenn sie kommen und immer wieder kommen. Also das ist schon, also ich habe ja mal in einem anderen Interview gesagt, ich würde mich um diesen Job beneiden und das muss ich jetzt schon wieder sagen, das ist schon ein toller Job. Ja, glaube ich, aber es ist mittlerweile Tagesgeschäft. Ja. Jetzt aber war am Anfang, kann ich mir das gut vorstellen, oh Mensch, jetzt ein bisschen nervös, jetzt kommt der, was, wie mag der sein, wie kannst du mit ihm umgehen? Aber man kennt einfach viele auch schon lange und da ist es dann so, wenn irgendwie, ja, es ist zwar vergangen, aber es fühlt sich dann an wie letzte Woche und dann denkst du, komm, Bruder oder was weiß ich, so fühlt sich das dann an. Ne? Ja, gut, wenn das Verhältnis dann stimmt, ist es auch schön. Außer wenn dann, es kommen immer wieder Künstler das erste Mal, auch heute noch. Und da muss man dann gucken, ne, ist ja speziell, kannst du den duzen, lässt du dich duzen und sowas. Ne? Also ich habe mit den meisten, duze ich mich auch. Und außer wenn die guten alten Herren kommen, wie zum Beispiel Henning Fenske oder Jochen Busse oder Hardy Krüger, da gehst du dann von vornherein anders ran. Und, respektvoll. Die haben es aber auch verdient. Ja gut, okay, da hat man einen ganz anderen Respekt vor, ne? Ja, glaube ich gerne. André, hast du denn in deiner vielzeitigen Beschäftigung, hast du auch noch Zeit für ein Hobby? Also ich schlafe immer Ende des Monats. Als Hobby? So, nein, nein, ich habe tatsächlich, also eigentlich ist ja schon, mein Job ist ja schon echt Hobby, so, ne? Aber ich bin natürlich nach wie vor sehr fußballverrückt, habe große Sympathien für Holstein Kiel, gehe da sehr gerne auch hin, also Fußball gucken, wenn ich die Zeit habe, dann nehme ich auch alles mit, ne, von der ersten bis zur dritten Liga, also ich gucke mir ja alles an. Und aber selber, ja, natürlich immer noch die Band, das ist ja auch eine Art Hobby, die immer noch Spaß macht, das wird ja auch irgendwann mal vorbei sein. Ich glaube, das ist auch irgendwann langweilig, wenn du dann mit 62 auf der Bühne stehst und immer noch Robbie Williams singst. Das irgendwann wird auch vorbei sein. Aber es ist auch Hobby. Ja, klar, ja. Gut. Du hast ja auch Anspruch auf Urlaub. Du bist ja praktisch angestellt, ne? Ja, ich habe Urlaub.
Ja. Den legen wir natürlich immer möglichst in die Sommermonate, ja. Weil also im Juni, Kieler Woche, wo wir auch den Veranstaltungsbereich runterfahren. Also dieses Jahr ist es tatsächlich, dass wir Juni, Juli ein paar Veranstaltungen machen. Aber eigentlich waren wir veranstaltungsfrei. Und das ist so die Hauptzeit, wo ich mich dann auch rausziehe. Weil ja. Ab September geht dann gut. Irgendwie gar nichts. Also ich mache auch viel, viel mehr Stunden, wie ich eigentlich müsste. Aber es macht mir auch einfach Spaß. Also wenn mein Chef dann irgendwann nicht mehr sagt, so, pass mal auf, jetzt bleibst du mal zwei Tage zu Hause. So geht's. Also dann ja. Zieht man sich einfach mal raus. Es gibt wirklich auch mal einen Punkt, wo du sagst, so, jetzt waren das echt mal so drei Wochen, die waren echt anstrengend, weil so ein Veranstaltungsjob, da bin ich dann irgendwie morgens, mittags um 11 da und dann ist das für mich auch erst in dem Moment zu Ende, wenn der Künstler geht, das ist dann mal 12:30 oder ja, ich fahre ins Hotel. Da ist schon, musst du ein bisschen vorbereiten, Backstage aufbauen und dies und jenes. Und also da achtet dann mein Boss schon drauf, dass okay. Ich dann auch einfach mal sag, so, jetzt. Ja. Jetzt muss ich noch eins fragen. Ich wollte es eigentlich nicht, aber ich mache es trotzdem. Yeah. Dann mal meine letzte Frage. Gibt es ein ganz besonderes Ereignis in deinem Leben? Außer jetzt einem familiären. Das lassen wir mal weg. Irgendwas Besonderes, wo du was erlebt hast, wo du sagst, Mensch, da denke ich gerne mal dran zurück. Das war ja eine ganz tolle Sache. Aber auch da muss ich sagen, dass es einfach viel zu viel in meinem Leben gibt. In verschiedenen Bereichen. Greif mal eins raus. Dann nehme ich Fußball und zwar habe ich tatsächlich mit der, zur Zeit, als ich DJ war, habe ich mit einer Diskothekenauswahl gegen die HSV-Prominentenmannschaft gespielt. Oh. Und das war schon klasse und vor allen Dingen hast du da dann auch mal gemerkt, was es heißt, gegen alten Bundesligaspieler zu, wo du sowas von kein Blatt hast, obwohl der noch viel älter war. Ich habe damals Jürgen Milewski, wirst wahrscheinlich vom HSV, gegen den habe ich gespielt und das war eine Lehrstunde. So. Ja, aber es war halt auch was Besonderes. Aber es, tolle Momente gibt es jeden Tag und in jedem Bereich so viel. Also schwer zu sagen, was man da rausnehmen soll. Wunderbar. André, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du gerne. Bei mir warst. Danke, dass ich da sein durfte. Gerne. Hat uns viele schöne Sachen erzählt. Alles klar. Ich wünsche für die Zukunft noch weiterhin viel, viel Erfolg. Danke. Dass man sich irgendwann mal bei dir im Hause sieht. Unbedingt. Ja, und vor allen Dingen, bleib gesund. Du auch. Dass wir noch viel von dir haben. Danke. Alles klar. Alles Gute nochmal. Ne? Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, meine Damen und Herren, das war's mal wieder mit einem interessanten Gast. In der nächsten Woche haben wir eine Wiederholung, weil ich eine Woche mal aussetzen muss. Wir haben Peter-Harry Carstensen mal wieder aufs Tablett gelegt. Das ist schon sehr lange her, aber es war auch eine schöne Sendung. Die schauen sich mal, wenn sie es nicht gesehen haben sollten, schauen sich ruhig mal an. Und bis dahin sage ich, schön, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.